Und herzlich willkommen. Wir zocken heute mit Facecam Resident Evil 7 die Demo. Ja, ich bin mal gespannt, was auf uns zukommt, und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Es existieren keine Spieldaten. Wir müssen neue Spiele, neue Spiele. Ja. So, Anzeigensprache Deutsch. Sprachausgabe können wir nicht ändern. Den Untertitel nehmen wir auch mal mit rein. Alles klar. Die Gamma-Einstellung, ja, die passt schon so. Taste drücken. Nur welche? Entkommen Sie aus dem Haus. Boah, sieht das geil aus, Leute, ey. Wahnsinn. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Ein Schiff. Boah, guck dir das mal an, ey. Guck dir den Kronleuchter mal an. Kerzenständer, nicht Kronleuchter. Kronleuchter hing oben. Wahnsinn, auch mit der Spiegelung. Erinnert mich schon sehr stark an PT bis jetzt. Mal gucken. Sie haben keine Videokassette. Ja, das ist schlecht. Okay, da will jemand nicht, dass wir spielen. Stromkasten. Ja, war klar, eine Sicherung fehlt. Immerhin haben wir die Taschenlampe. Was haben wir hier? Boah, auch das Sofa sieht so hammer aus. Geil. So. Oh, da macht man noch die Tür so langsam auf. Meistens ist dahinter nie was. Nein. Von hier. Die Tür haben wir gerade aufgemacht. Hallo? Hier ist nichts. Okay. Oh, ich will hier gar nicht rumlaufen. Da oben blinkt etwas, aber gehen wir gleich hin. Guck mal, draußen ist ein schöner Tag. Können wir da nicht einfach hin? Von überall die Geräusche. Machen wir wieder zu. Ich habe schon gegessen, Gott sei Dank. Oder? Hm, so einen leckeren Raben. Paar Maden zum Nachtisch. Nee, nee, nee. Wir können ja echt alles öffnen hier. Oh, lecker. Nichts. Die andere Schublade können wir nicht öffnen. Hier oben auch nicht. Okay. Eine Kette. Holzenschneider, sehr schön. Okay, ein Bolzenschneider. Den legen wir mal auf die linke Taste. Können wir das nicht? Untersuchen, Objekt benutzen, wegwerfen. Ne, wegwerfen tun wir nicht. Ja, das ist ein Bolzenschneider. Okay.
Können wir bestimmt für die Kette da hinten benutzen. Natürlich geht. Das war klar, natürlich brauchen wir einen Schlüssel. Das wäre ja zu einfach. Gehst du raus, jo, alles klar, Spiel vorbei. So. Verfallenes Haus. Sonst noch was? Wetten, da kommt jetzt was? Oh, ich quatsch mal nicht so viel. Die Atmosphäre ist echt super. Hier war das, ne? Okay, wie gehen wir hin? Find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. Oh, wir können uns hier bewegen. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Okay, das ist das Haus. Another worthless fucking shit. Happy? Ecstatic. Ach, wir filmen das, okay? Are we rolling? All right, let's go. Get out of the way. It's locked. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Das ist. Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I knew I should have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although... this will make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Oh. Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Nö. Keine Ahnung. Where is he? Unfucking believable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Okay.
fuck was that? Did you hear that? Da sind wir doch gerade selber drin. Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? What the hell? You gotta be fucking kidding me. Alright, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Gute Idee. Entschuldigung. Okay, wo ist Andre? Als ob der da alleine runtergegangen ist, freiwillig. You first. Ja. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, you first. Ja, genau. Ich will gar nicht. Aber diese Grafik ist so unfassbar gut. Ja, der komm runter, der Kollege ist hier. Ach Gott. Hallo. Okay, seit wann haben wir da? Ich werde dich an den Steinen zerschmettern. Okay, mach das mal. Wetten, wir sollen jetzt auch zu dem Kamin gehen und dann da rein. Ach nö, ach nö. Komm, wir gehen jetzt erstmal nach oben. Wir gehen jetzt erstmal nach oben. Ich wollte mich auch nicht spoilern lassen, aber ich habe leider schon gelesen, es gibt einen geheimen Raum. Ich bin mal gespannt, ob wir den finden. Oh ja, super, Schaufensterpuppen. Die liebe ich. Treppen. Oh, wenn wir Strom hätten. Okay, haben wir hier noch was? Nein. Hier soweit auch nicht. Ach nein, müssen wir da echt runtergehen. Okay. Puh, das schaffen wir. Komisch, wenn die da noch stehen würden, die Jungs, aber trotzdem. Ich will da gar nicht runterklettern. Huch. Hintertürschlüssel. Sehr schön. Die Leiter gibt es hier auch nicht mehr. Was ein Glück. Okay. Alles klar, okay. Hintertür. Brauchen wir wenigstens da nicht runter. Schön. Also, ich würde gerne hier runter gehen. Oh nein.
Okay, das ist nicht die Hintertür. Oh nein. Psst. Jetzt sei doch mal still. Psst. Wo war diese dämliche Hintertür? Die kam doch von oben. Die waren noch oben. Okay. Schnell zur Hintertür. Komm raus. Welcome to the family, son. Alter Schwede. We gotta get the hell out of here. Come on. Okay, wenn das die Demo war, bin ich zufrieden. Also. Taste drücken, sind wir jetzt wieder am Anfang? Ja, das war ein. Ich stehe erstmal nochmal auf. Ah. Okay, lass uns noch mal einmal rumlaufen. Weil hier ist ja auch, guck mal, der Sicherungskasten und alles. Da muss es. Ja, komm. Das kennen wir ja jetzt schon. Aber der Sicherungskasten, da fehlt ja eine. Und da müssten wir doch jetzt auch noch irgendwie was finden vielleicht. Wir schauen mal weiter kurz. Diese Puppen haben wir vorher noch gar nicht gesehen. Nett. Also eigentlich nicht. Okay. Ich durchsuche nochmal alles, ob wir hier noch einen geheimen Raum dann finden. Ja, war krass, oder? Ah, guck mal hier. Puppenfinger. Okay, wir schauen mal nach. Untersuchen. Ja, das ist ein Puppenfinger. Was stand da noch? Teile der Hand einer Puppe aus Zelluloid hergestellt. Okay. Komm, wir machen die Sachen mal alle auf, damit wir wissen, wo wir schon dran waren. Hier. Aber siehst du, wir haben schon mal einen Puppenfinger gefunden. Schon mal ein bisschen mehr wieder. Okay. Vielleicht nochmal in dem Kühlschrank. Irgendwie. Ne, ich glaube, hier haben wir nichts. Die Mikrowelle, den leckeren Geflügel. Grasen nochmal echt schön alles ab.
Wasserhahn? Haben wir Wasser? Ach so, wir haben den jetzt zugemacht, okay. Hier kriegen wir nichts auf. Hier unten drunter haben wir auch nichts, ne? Hier war nichts. Ah, guck mal. Dort ist ein kleines Schlüsselloch. Sieh mal an, wir finden immer ein bisschen mehr. Das gefällt mir nicht. Okay, wir schauen erstmal schnell weiter. Okay, hier ist das Tape drin. Das setzen wir auch gleich nochmal wieder ein. Vielleicht schaltet das dann irgendwas frei. Kann ja sein. Okay. Nochmal in Ruhe überall umschauen. Oh, lecker. Oh. Wo kam das denn her? Okay, gut, gut. Ich mache die Sachen trotzdem noch, die wir schon vorher gemacht haben. Vielleicht triggert das dann irgendwas aus. Den Puppenfinger müssen wir aber irgendwo gleich noch benutzen. Oder vielleicht auch in dieser Zwischensequenz, in dieser Cutscene. Vielleicht konnten wir da selber auch noch irgendwo hinlaufen. Oh. Oh. So, hier unten drunter ist auch nichts. Okay, ich glaube, hier in der Küche war das soweit. Puppenfinger. Ach, warte mal kurz. Da ist doch eine Puppe runtergefallen. Vielleicht können wir der irgendwie den Finger geben. Oder wir müssen wirklich nach oben zu den Schaufensterfiguren. Ne, ich glaube, da können wir nichts einsetzen. Oh, aber die Grafik, Wahnsinn. Ich sag's ein bisschen oft, aber auch wie das Licht hier einfällt, ey. Hammer cool. Und hammer gruselig. So. Aber die haben keine Arme. Ich meine, den Finger, den können wir nicht woanders reinstecken. Nein, nein. Der kommt nur auf eine Hand. Oder was dachtest du gerade? Hm. Ja, hier ist sonst nichts, ne? Alter. Ich hasse Schaufensterpuppen. Also ich finde die cool, weil die so gruselig sind, aber. Und dann dreht man sich um und dann stehen die plötzlich hinter einem. Das ist das Schlimmste ever, ey. Nette Schaufenster. Puppe. Komm, ich drück nochmal.
stehst da immer noch, ne? Ach. Okay. Mann, ey. Lass mich in Ruhe. Okay, wo können wir den Finger benutzen? Als Schlüssel. Nein. Okay. Wir können den Finger doch hier bestimmt irgendwie... Shortcut, warte mal, bewegen. Da. Links das Tape nehmen wir bei rechts mit rein. Das, dann geht es ein bisschen schneller ganz halt, wenn wir jetzt hier irgendwie gehen. Okay. Wir. Oh, ich habe mich schon wieder erschreckt. Ich hab's vergessen. Okay. Den Finger als Sicherungskasten. Nein. Warte mal, Stairs. Ach so, das ist dann der Strom von oben. Okay, wir versuchen es nochmal. Vielleicht finden wir da in der Aufnahme jetzt irgendwas. Boo. Who did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. Ja, ihr quatscht mal weiter. New guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shit. Happy? Static. Okay, hier weiter geht's nicht. Ich sehe auch kaum was. Ich glaube, hier kommen wir auch nicht rein, ne? Irgendwie. Okay. Hier auf der Veranda. Ist auch nichts irgendwie. Gut, wir haben hier kein Inventar, war ja klar. Okay. Jetzt komm, quatsch nicht, geh. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Okay, wir schauen uns jetzt hier auf jeden Fall noch mal genau um. How was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing.